So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Mega Man. So, wir machen jetzt Iceman. Also, wir probieren es einmal. So, in der letzten Folge haben wir uns die Waffe noch geholt. Jetzt probieren wir das halt irgendwie mal umzusetzen. Ich habe das jetzt auch gestern schon probiert, natürlich. Ich weiß nicht, wie oft. So, und jetzt gehen wir es an. Electman ist da mal sehr gut. Für den Anfang einmal, damit man da durchkommt. Einfach nur durchrennen. Das ist ziemlich leibern. Ja, das ist gut. Kriege ich wieder welche Punkte zurück für meine Waffe. Ja, sehr gut. Lebensenergie haben wir bis jetzt noch nicht verloren. Das ist auch erstaunlich, muss ich sagen. Jawohl. Vielleicht schaffe ich es ja heute. Ich habe es wirklich schon, ich weiß nicht wie oft, probiert. Und zwar probiere ich jetzt einen Cheat aus. Nämlich anders. Anders schaffe ich das nicht. So, volle Lebensenergie. So, jetzt müssen wir wieder springen. Einmal daher. Jetzt daher. Jetzt daher. Daher. Und darüber. Sehr gut. Das habe ich schon mal gut gemacht. So, jetzt gehen wir ganz nach rechts. So, und überhaupt habe ich gelesen, dass das funktionieren sollte. Also wenn ich jetzt da zum Beispiel auf Speichern gehe und auf Ja, Speichervorgang erfolgreich, es sollte eigentlich passen, wenn ich jetzt lade, komme ich hier wieder raus. Also wir werden es jetzt da probieren, ab dieser Stelle aus, nämlich ab da komme ich nicht weiter. Also werde ich ab da die Cut setzen, würde ich sagen. Nämlich da komme ich nicht weiter. Das ist schon fast unmöglich. Hey, mein M ist weg. Sehe ich gerade. Okay, probieren wir es halt ohne M. Das hole ich mir dann selber nochmal. Dann nehmen wir wieder Electman, damit wir wieder die Waffe aufladen. Bis jetzt schaut es gut aus. Ja, das Ding sollte ein bisschen weiter rauf fliegen. Genau, damit ich da so raufkomme. Nein! So, wenn ich jetzt aber auf Laden gehe. Genau, komme ich da wieder raus. Sehr gut, das funktioniert. Ich komme da nicht vorbei. Es ist unmöglich. Ich habe das gestern, ich weiß nicht wie oft, probiert. Ich schaff's nicht. Ich komme da nicht durch. Nein! Was mache ich jetzt? Für einen Dreck. So. Naja, natürlich. Das ist cool, dass man da immer wieder laden kann. Auf das bin ich auch erst jetzt drauf gekommen. Aber ich finde es arg, dass meine Waffe weg ist. Die ich eigentlich mal noch extra geholt. Ja, genau. Die ich mal eigentlich noch extra geholt habe. Das hat man ja noch im letzten Part gesehen und ich habe gespeichert. Ja, ich habe gespeichert. Aber wurscht. Die hole ich mir dann selber nochmal. Ich probiere jetzt das so durchzukommen. Ich drücke auf X und er springt nicht. Es ist so leibernd gemacht. Einfach nur. Ich verstehe die Ding nicht. Ich komme wirklich. So. Oh, das war Glück jetzt. So. Hui, das war knapp. Sehr gut. So, ich hoffe, das Teil geht irgendwann einmal rauf. Ansonsten schaut es ein bisschen komisch aus.
Jetzt geht er rauf. Oh, ich hab's geschafft. Ich bin wirklich bei Elecman. Okay, das Leben habe ich nicht gekriegt. Ist wurscht. Ah, sehr gut. Ja, sehr gut. Jawohl, sehr gut. So, jetzt nehmen wir wieder den normalen Booster. Aber warum die Waffe weg ist, keine Ahnung. Ich mach das dann selber noch einmal. Wurscht. Ich möchte nur rein in den Speicherraum. Ich hab's tatsächlich geschafft. Ich bin bei Elecman und ich habe sogar noch ein Leben dazu gekriegt. So, Elecman sage ich, bei Iceman bin ich. Und wir brauchen Elecman, genau. So, gehen wir gleich rein. Das ist ja leibernd mit den Speichern. Und der sollte angeblich sehr nützlich sein. Ja, das sieht man auch. Und das war's. So, ich habe Iceman. Endlich. Nach ich weiß nicht wie vielen Versuchen. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, das war's wieder mit dem Part. 6 Minuten. Ja, besser als nichts. Somit kommen wir zum letzten. Allerdings, wie gesagt, ich hole mir jetzt nochmal die Waffe bei Elecman. Das mache ich jetzt da alleine. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part und wir machen Fireman. Okay, gut. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch wie immer ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.